Herzlich willkommen beim ersten Finanztalk der Vermögensakademie. Etwas, sagen wir mal, spontaner als eigentlich uns lieb gewesen wäre. Wir haben uns vorgenommen fürs Jahr 2020, ich habe es auch schon mit in die Beschreibung reingeschrieben, wirklich jetzt alle Termine schon mit Themen vorzuplanen, dass ihr genau euch entscheiden könnt, was interessiert euch riesig, dass ihr vielleicht auch schon Fragen vorbereiten könnt, dass wir einfach mehr ins Diskutieren kommen. Und heute, wie ihr seht, auch in etwas verkleinerter Runde, da unsere anderen beiden Damen heute leider nicht teilnehmen können. Aber ich freue mich auf die Runden in diesem Jahr, die wir dann auch wieder in Komplettbesetzung abhalten und wollen heute über das Thema das perfekte Depot sprechen und uns austauschen und wünschen uns auch da gerne Interaktion. Also lasst uns gerne daran teilhaben, was ihr dazu denkt, was euch wichtig ist. Stellt eure Fragen rein, dann könnt ihr besonders viel rausziehen. Und heute fange ich einfach mal von hinten an, sonst wird er nämlich immer als Letzter genannt. Heute natürlich wieder mit dabei Vincent von Freaky Finance. Einem sehr, sehr coolen Depot. Vincent ist schon sehr lange als Investor unterwegs, hat ja auch einiges an Lehrgeld bezahlen dürfen und gehört wirklich ja, zu denjenigen, die auf einem, wie ich finde, sehr, sehr guten Niveau, tollen Kontext zum Thema Finanzanlagen in ihrem Blog posten. Ich freue mich riesig, dass du wie immer mit dabei bist. Herzlich willkommen, lieber Vincent. Vielen Dank, ich freue mich auch. Und dann, wie immer, auch wunderbarerweise im Finanztalk-Team mit dabei, Luis Pazos von Pazos. Es wird natürlich Spanisch ausgesprochen, Entschuldigung, von Nur Bares ist Wahres, unser Papst für Hochdividendenwerte und der Experte in Deutschland, bei dem ich diese Woche Samstag auch auf einem Seminar dazu sein werde in Düsseldorf, worauf ich mich schon riesig freue. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass du auch hier wieder mit dabei bist und sage auch an dich natürlich ein ganz herzliches Willkommen. Ja, schönen guten Abend, auch in 2020. Yes, 2020 geht es natürlich auch jetzt zum Thema Finanzen weiter. Und in der Facebook-Beschreibung haben wir auch schon die Themen, wie ich vorhin schon sagte, für die nächsten Finanztalks angerissen. Daran wollen wir uns auch halten, aber heute geht es um das Thema Depot. Wie können wir ein gutes Depot strukturieren? Was gehört überhaupt in ein gutes Depot? Ja, bin ich vielleicht eher der passive oder eher der aktive Investor? Ich durfte im Vorfeld schon feststellen, dass wir hier durchaus auch unterschiedliche Meinungen vertreten haben. Es wird also ganz spannend. Deswegen schieße ich den Ball direkt mal ins Feld zwischen die beiden Herren. Was ist für euch ein perfektes Depot? Ja, so. Ich soll anfangen. Also erstmal allgemein gesprochen kann man natürlich nicht sagen, dass es ein perfektes Depot gibt. Das ist natürlich immer sehr eine persönliche Sache nach Vorlieben und natürlich auch nach den persönlichen Gegebenheiten, also was drumherum alles da ist und was man eben machen kann, auch ja, und nach den Möglichkeiten eben auch, genau, das spielt natürlich auch eine Rolle. Für mich persönlich, ich bin da sehr stark diversifiziert. Das hat aber auch wiederum damit zu tun, dass ich schon relativ lange dabei bin, seit 25 Jahren würde ich sagen, an der Börse und schon einiges an Vermögen aufgebaut habe. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man eben oder wo ich an den Punkt gekommen bin und diversifizieren wollte, um ein bisschen Sicherheit auch reinzubringen zum Beispiel. Diversifikation kostet aber immer auch Rendite, das ist mir klar. Aber eben, weil ich schon einen gewissen Standard erreicht habe, wollte ich dann eben auch diesen Sicherheitsaspekt reinbringen für mich und bin da sehr breit aufgestellt über die verschiedensten Anlageklassen. Das geht auch von klassischen ETF-Sparplänen, die ich jeden Monat noch so als Grundinvestment fütter, aber auch Einzelaktienauswahl betreibe ich ja recht erfolgreich, denke ich. Ich investiere in P2P-Kredite, in Crowdinvesting, in Kryptowährungen. Ich weiß gar nicht, es gibt noch einiges mehr, Edelmetalle physisch. Ich betreibe den Optionshandel recht aktiv mit viel Freude in letzter Zeit und so weiter und so fort. Und überall kommt halt eben ein bisschen Geld bei rum. Das ist natürlich überhaupt nicht jedermanns Sache. Das ist mir auch ganz klar. Es gibt Leute, die lieben es ja eher passiv. Die wollen sich nicht mehr als nötig mit ihren Finanzen oder mit ihren Anlagen beschäftigen. Und da gibt es ja auch
diverse Möglichkeiten, Stichwort ETF oder Robo-Advisor etc. Aber jetzt spiele ich erstmal den Ball weiter an Luis. Ja, am Anfang steht natürlich die Frage erstmal, was möchte ich überhaupt? Klassisches Beispiel, heute hat mich tatsächlich eine Kollegin gefragt, ja, so im Hinblick auf die Rente, was könnte sie denn da so machen? Und das ist natürlich, ja, genau der Punkt, was will man so einer Person raten? Das, ohne weitere Kenntnisse, habe ich auch gesagt, kann ich überhaupt nichts. Und das Klügste, was sie eigentlich machen kann, ist, sich selber erstmal schlau zu machen und eben, das haben wir, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal, solange das Geld auf der hohen Kante belassen und das, was es spart, eben erstmal tatsächlich auf dem Tagesgeld zu belassen. Und ja, irgendwo erstmal ja, ihr Ziel klarer zu definieren. Wenn das steht, dann kann man natürlich den Weg, Entschuldigung, den Weg dorthin gewissermaßen pflastern. Und dann hat man die Grenzen, rechte, linke Grenze, und dann kann man den Weg auch abgehen. Ja, was ich aber damit sagen will, da fließen natürlich so viele Faktoren rein, dass es natürlich schwer ist, da wirklich allgemeingültige Ratschläge zu geben. Wie Vincent ja gesagt hat, er ist sehr breit diversifiziert, bin ich auch. Wenn aber beispielsweise mein Ziel ist, ich möchte schnell reich werden und bin dafür bereit, ein sehr, sehr hohes Risiko zu fahren, dann kann ich dir auch sagen, ich konzentriere meine Mittel zuzüglich alles, was ich an Kredit und Darlehen von Freunden bekomme, und gehe halt volles Risiko. Und entweder komme ich da pleite raus oder eben als Millionär. Ist ja auch ein legitimes Ziel, wenn ich mir dann bewusst bin, was für ein Risiko ich fahre. Wenn ich allerdings sage, nee, ich möchte kein hohes Risiko fahren, dann muss ich mich natürlich da komplett anders aufstellen. Und ein Depot ist ja wiederum auch nur ein kleiner Ausschnitt letztendlich meiner gesamten Vermögenspalette. Ja, also sagen wir so, das deutschen Traum, das Eigenheim, ist ja auch noch irgendwie so ein Bestandteil. Ja, dann eben außerbörsliche Engagements, gibt es ja auch ganz viel, angefangen von Immobilien über ja, Versicherungslösungen, weiß der Teufel was, also ja, Kryptowährung, das ist ja in dem Sinne auch kein Depotbestandteil, wenn ich es jetzt nicht über ein Wertpapier abgedeckt habe, was ich eingebucht habe im Depot. Ja, und bis natürlich hin ja, zu ganz exotischen Sachen wie ja, Briefmarkensammlung, ja, kann ich ja auch machen. Wenn ich da absoluter Experte bin und mir da über Jahre meine Sammlung aufbaue, geht sicherlich auch. Ne? Und da sind wir natürlich dann beim letzten Punkt, das ist dann so Humankapital. Ne? Wobei letzte eigentlich der erste Punkt, weil der ja vorne mit irgendwo so dabei spielt. Das war letztendlich auch das, was ich der Kollegin geraten habe, so im finanziellen Bereich, das Humankapital aufbauen und dann dort weiter fortzuschreiten. Ich sehe auch immer wieder sowohl bei Kollegen als auch ja, einfach so im Umfeld, dass es wirklich häufig die allerbeste Investition ist, zuerst mal in sein eigenes Köpfchen zu investieren, um hinterher dann zu wissen, was mache ich. Und ja, schon, was schon mal klar ist, das Depot gibt es nicht. Wir haben Assets, wir haben Vermögen, und das Depot, damit wird ja klassischerweise ein Wertpapierdepot gemeint, wenn man das so sagt, ist ein Teil, ein Puzzlestück von vielen anderen Puzzlestücken, die man auch im Gesamtkontext betrachten muss, um wissen zu können, um entscheiden zu können, was könnte idealerweise in dieses Depot fließen, um meine kompletten Assets meinem Risiko entsprechend sinnvoll abzubilden. Jetzt müssen wir es schaffen, isoliert den Rest mal zur Seite zu tun und zu sagen, okay, wir widmen uns jetzt dem Wertpapierdepot. Und auch da kann man natürlich sagen, selbst wenn ich mal nur das Wertpapierdepot habe und gar nichts anderes, kann ich auch innerhalb dieses Depots verschiedene Risikoklassen abbilden, verschiedene Dinge machen, in mein Depot verschiedene Sachen reinpacken. Es gibt ja von extrem spekulativen Dingen, von Hebelgeschäften, Vincent, du hast gerade Optionen angesprochen, ihr habt den Robo-Advisor und ETFs angesprochen, verschiedenste Dinge, die in einem Depot Platz finden können. Was sind denn so die Depots, von denen ihr sagt, das ist so ein Standard-Depot, wenn jemand mal anfängt und sagt, okay, ich habe jetzt wirklich noch keine anderen Assets, sondern das Geld, was ich habe,
möchte ich in einem Depot abbilden. Ich habe, sagen wir mal, ich bin jetzt so Mitte 30 bis 40, habe noch ein paar Jahre Zeit. Das Geld darf auch ein bisschen für mich laufen. Ist ja auch immer wichtig, ob kurzfristig oder langfristig. Das heißt, wir gehen mal davon aus, der hat mal noch so 30, 40 Jahre. Wir sind ja alle gesund und werden ja alle steinalt. Zeit, dass Geld noch was machen kann. Was sind, lasst uns mal in die Themen so ein bisschen weiter reingucken. Was sind gute Bestandteile eines Depots? Wie würdet ihr ein Depot für eine solche Person angehen? Ja, auch hier kommt es ja wieder darauf an, was die Person dann eben auch A für Möglichkeiten hat und welche Risikoneigung vorhanden sind. Man kann natürlich sagen, ja, also man kann raten, du hast noch so und so viele Jahre Zeit. Wenn wir jetzt sagen, du hast noch 30 Jahre Zeit, ist das eigentlich ausreichend viel, um eine hohe Aktienquote mit reinzunehmen. Aber vielleicht ist die Person gar nicht bereit, dieses Risiko in Anführungsstrichen auf sich zu nehmen, kriegt Panikattacken, wenn jetzt solche aktuellen Sachen wie mit diesem Coronavirus da die Börsenkurse mal kurzfristig runterprügeln, kann nachts nicht schlafen, dann ist das halt nichts für die Person. Ne? Das muss man dann eben auch akzeptieren. Wobei es wahrscheinlich die renditeträchtigste Angelegenheit wäre, bei dem entsprechenden Zeitraum in ja, eine hohe Aktienquote zu fahren. Aber wenn die Leute sich da nicht mit wohlfühlen, dann bringt das überhaupt nichts, weil dann passieren so Kurzschlusshandlungen oder unüberlegte Sachen, dass dann im ungünstigsten Augenblick dann die Sachen wieder verkauft werden, wahrscheinlich im Minus und so weiter. Und dann hat man ja nichts gewonnen. Im Gegenteil, dann hat man gleich wieder ein kleines Stück vom vorher zusammengesparten und hart verdienten Geld verbrannt. Also von daher muss dann ja auch jeder wissen, wo seine Risiko, also wie sein Risiko so aussieht, sein Risikoprofil. Und da kann Luis vielleicht sagen, wie man das für sich so ein bisschen ermittelt. Weil ich finde, das ist der erste Schritt. Man kann ja schlaue Ratschläge geben und sagen, ja, wie das jetzt so in der Vergangenheit alles gelaufen ist und was die allgemeine Meinung dazu ist. Aber wenn die Person sich mit so einer Anlage nicht wohlfühlt, dann bringt es halt nichts. Ja, also da stimme ich absolut zu. Und dieses Unwohlsein, das muss sich noch nicht mal beziehen auf ja, potenzielle Crashs oder sowas, sondern tatsächlich auch auf die oder innerhalb einer Anlageklasse selber. Ja? Also es kann ja auch beispielsweise sein, eben auch so ein Modethema, da hatte ich jetzt auch so eine Diskussion, so ethisches Investieren. Halte ich persönlich natürlich, habe ich auch, glaube ich, auch schon mal in der Folge gesagt, eher für einen Modegag oder einen Marketing-Gag. Aber wenn ich natürlich eine Person habe, ja, die einfach unruhig ist, wenn sie ein ETF sich ins Depot legt, wo eben, weiß ich nicht, Anteile von irgendeinem Waffenhersteller, einem Tabakkonzern, einem Schnapsbrenner drin sind und sagt, nee, also das lässt mir innerlich keine Ruhe, dann Ich musste gerade, ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, warum sich mein Mund bewegt hat und ihr nichts gehört habt. Das lag daran, weil meine kleine Tochter vor der Tür stand und gehämmert hat und mir was zeigen wollte und ich euch das kurz ersparen wollte. Alles live hier, wie ihr seht. Und ja, also ihr hört schon, es gibt wirklich ganz viele verschiedene Dinge, die darauf Einfluss nehmen, was passt sinnvollerweise in ein Depot rein, welche Risikoneigung habe ich, worauf habe ich auch Lust. Ich finde auch tatsächlich, ich erlebe bei Frauen häufig, dass das, was du wirst dir das gerade als Modethema oder auch so ein bisschen als vielleicht Mogelpackung beschrieben hast, dieses nachhaltige Investieren, dass das für viele Frauen noch mehr Thema ist als für Männer, dass sie einfach sagen, das muss meinen Werten kongruent sein, was ich hier mache. Wenn ich Geld verdiene, dann soll das nicht auf Kosten von irgendwem und irgendetwas geschehen. Ich denke, darüber kann man sich sicher auch nochmal gut austauschen. Wir haben im Vorfeld ja ganz kurz darüber gesprochen, dass es auch verschiedene Möglichkeiten gibt, wenn jemand anfängt zu sagen, okay, ich vertiefe mich jetzt gar nicht selber so extrem, sondern ich kann so Möglichkeiten wie ETFs nutzen und es gibt sogar so etwas wie Robo-Advisor. Erzählt mal, was ihr davon haltet, was Robo-Advisor sind. Vincent, bei dir knattert es, glaube ich. Oder ist bei mir. Bei dir oder bei Vincent?
Jetzt knattert es gerade nicht. Auf jeden Fall hat es bei mir, ich hatte so ein Störgeräusch. Wie ist, die Plattform Just ETF hat jetzt sogar auch einen ETF aufgelegt, der in verschiedene ETFs investiert, der zum Beispiel die Anleihenseite noch mit reinnimmt, wenn jemand sagt, ich möchte nicht nur in Einzeltitel gehen, sondern ich möchte auch noch Anleihen mit in meinem Depot haben. Also da gibt es interessante und spannende Möglichkeiten, die gerade laufen. Lasst uns mal da reinhören, was ihr davon haltet, wie ihr diese Art des Investierens seht. Ja, also wenn ich tatsächlich jemanden habe, eine, sagen wir mal, junge Person, die bereit ist oder die lange Zeit auf meinetwegen eine Sparrate X pro Monat verzichten kann und auch bereit ist, das entsprechende Rückschlagrisiko in Kauf zu nehmen, dann aber sich trotzdem sehr, sehr wenig mit dem Depot beschäftigen möchte, dann ist natürlich so ein einfacher ETF-Sparplan eine feine Sache. Da muss ich dann auch nicht großartig rumtaktieren. Ich spare den einfach kontinuierlich an und nehme dafür einen möglichst marktbreiten Index, der also natürlich möglichst die Welt abdeckt und kann ihn natürlich ansparen. Das ist natürlich eine Möglichkeit für jemanden, der dann eher, aber auch mal eben dann risikofreudig ist. Ja, und dann eben eine Person, der es eben keine schlaflosen Nächte bereitet. Wenn es dann eben mal, wie jetzt zuletzt, ja, so im zweiten Halbjahr 2018 dann mal 20% runtergeht, was ja nicht so riesig viel ist. Aber wenn man sich dann mal tatsächlich dann so die Rückläufe anguckt an die Zeit, irgendwelche E-Mails, wo dann schon doch so ein bisschen die Panik durchschimmert, das ist dann auch so ein Zeichen, bin ich ja eben noch gar nicht zugekommen durch das Knittern in der Leitung. Wie misst man eben das persönliche Risiko? Also wenn man solche E-Mails schreibt, dann ist man zu riskant positioniert in der Regel. Ja? Also wenn man dann anfängt, sich dann Sorgen zu machen. Ja? Aber wenn das eben, wie gesagt, wenn das nicht der Fall ist, wenn ich eben bereit bin, eben 100% in Aktien zu gehen und das Ganze möglichst einfach haben möchte, ohne Pflegeaufwand, ohne Ausschüttungen, großartig, dann kann ich das natürlich schön laufen lassen. Ne? Ja, genau. Also es gibt natürlich auch ETFs, also die nicht jetzt nur rein auf Aktienbasis laufen, gibt ja auch Anleihen-ETFs und so. Ich sage immer, ein oder zwei ETFs reichen eigentlich jetzt erstmal für den Hausgebrauch zum Anfang. Breiter streuen kann man später dann immer noch. Und deswegen sehe ich jetzt auch nicht ganz den Sinn von, wie war das jetzt, ETFs, die in verschiedene ETFs investieren oder so. Also das sollte eigentlich jeder schaffen, ein oder zwei ETF-Sparpläne an den Start zu bringen und die durchzuziehen. Die Risikoneigung hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal. Also wenn man dann jetzt eben nicht volle Pulle in Aktien gehen will mit einem marktbreiten Aktienindex, dann kann man eben auch noch Anleihen, ETFs oder sowas dazu nehmen. Ist jetzt auch wieder Geschmackssache, ob es denn nicht auch heutzutage das Tagesgeld tut oder so. Aber ja, das sind eben Sachen, die kann man dann im Detail nochmal diskutieren. Aber mein grundsätzlicher Rat für jemanden, der einen langen Anlagehorizont hat und einigermaßen mit einer Aktienanlage leben kann, da ist einfach ein wirklich marktbreiter ETF, entweder MSCI World oder so ein All World Country Index, ist da bestens geeignet, um den einfach stumpf durchlaufen zu lassen. Das dann eben wirklich für die Leute, die sich dann im Nachgang auch gar nicht mehr groß vielleicht damit beschäftigen wollen, die da keine Zeit zu haben oder kein Interesse dran haben. Dann gibt es ja die anderen, die kommen über einen solchen ETF vielleicht sogar auf das Thema Finanzen und fangen an, sich dafür zu interessieren und zu begeistern, fangen an, ein bisschen rum zu experimentieren und weiterzudenken, und dann kommt man unter anderem schnell dazu, dass man viele verschiedene ETFs kombiniert und so weiter oder dann eben in der weiteren Folge sogar in Einzelaktieninvestments kommt und so weiter. Also dann wird es dann halt eben interessant für die Leute, die da wirklich Interesse und Lust dran entwickeln, da ein bisschen mehr Zeit und Energie in die eigene Finanzanlage zu stecken.
Okay, das heißt also ETFs jetzt eher so ein bisschen als der sanfte Einstieg, um dann zu gucken, breit diversifiziert. Du hast gesagt, deiner Meinung nach reicht es vielleicht auch selber, wenn man sich 2, 3 Sparpläne anlegt. Der breit diversifizierteste ist sicher der auf den MSCI World, wo man dann die ganze Welt, alle Sparten, alle Währungen. Achtung, kurzer Hinweis, der MSCI World deckt nicht die ganze Welt ab, sondern die Industrieländer. Wenn ich wirklich, genau. Genau, und wenn ich wirklich ganz breit haben will, dann ist das dieser All-Country-World-Index von MSCI und den gibt es auch in der FTSE-Variante, also von einem anderen Index-Anbieter mit dem lustigen Namen, genau, schreibt sich FTSE und ist eben der Kontrahent von MSCI und jetzt fällt mir, ich glaube, All-World-Index heißt der. Und der umfasst halt tatsächlich dann genau wie der All-Country-World-Index, eben Industrieländer und Schwellenländer. Also der ist tatsächlich nochmal ein Stück breiter. Ja. Das heißt ansonsten, wer einen MSCI World hat, kann entweder shiften oder ein ETF auf die Emerging Markets quasi noch mit reinnehmen, um das drin zu haben, um wirklich die ganze Welt abzubilden und die Industrieländer. Und genau. Da... Also der All-Country-World-Index würde jetzt, der bietet von vornherein mit dieser Einlösung den Mix zwischen Industrie- und Schwellenländern in einem ab. Und wer das dann getrennt halten will, der kann einen ETF auf den MSCI World und einen weiteren ETF auf die Schwellenländer, also die Emerging Markets, dann besparen in einem bestimmten Verhältnis. Also oft nimmt man dann 70-30 für World zu Emerging Markets oder 75-25, so in der Richtung kann man das ungefähr gewichten. Aber das ist dann am Ende halt eben auch wieder Geschmackssache. Und um es wirklich eben am einfachsten zu halten, ist es dieser All-Country-World-Index, da hast du ein ETF und kannst laufen lassen. Und wenn die Person eben entsprechend jung ist und die Zeit hat, dann spricht auch überhaupt nichts dagegen, das volle Pulle auf Aktien laufen zu lassen. Notgroschen ist eh geboten, also den sollte eh jeder unabhängig von irgendwelchen anderen Anlagefirlefanz halten, sodass er jederzeit rankommt. Und ja, ich meine, das sind doch die wichtigsten Sachen, dass wir erstmal unsere größten Nöte absichern, also dass jeder eine Haftpflichtversicherung hat, vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung, dass der Notgroschen in Wohlfühlhöhe parat liegt. Und dann ist meiner Meinung nach das Nächste für einen jungen Menschen, der was machen will, ja, so ein ETF-Sparplan auf dem breiten Index. Und es ist übrigens auch nicht nur ein Einstiegsprodukt. Ich meine, ich habe ja schon ein sehr spezielles, sehr ausdifferenziertes Weltportfolio, aber auch da spielen an der einen oder anderen Ecke ETFs eine Rolle, wo ich eben bestimmte Instrumente oder Branchen eben mit abdecke. Ja, also ist nicht nur auf Einsteiger beschränkt. Ja. Nee, auf Einsteiger beschränkt meinte ich jetzt diese marktbreiten Geschichten, wenn man da was machen will. Und du hast natürlich vollkommen recht, wenn man jetzt so spezielle Sachen abbilden will, was weiß ich, wie China, wo man jetzt auch nicht vielleicht so den großen Zugang zu dem Markt hat und so weiter und vielleicht auch nicht so diese Detailexpertise, dann kann man sich natürlich günstig auch von den Kosten her über ein ETF solche Nischen gut abbilden. Entschuldigung, muss was trinken hier. Übrigens ist es tatsächlich, Vincent, leider dein Mikrofon hatten Luis und ich beide aus und es hat ganz schön in der Leitung geruppelt. Aber lass uns mal das... ist manchmal so. Da scheint gerade irgendwie ein Störgeräusch drin zu sein, macht ja aber nichts. Ich denke, wir haben trotzdem alles Wichtige verstanden. Das heißt also grundsätzlich, um es nochmal festzuhalten und alle da draußen, schreibt gerne, wenn ihr Fragen habt, rein. Das perfekte Depot per se gibt es schon mal nicht. Grundsätzlich erstmal wichtig, was gibt es denn ansonsten noch im Portfolio? Was haben wir für Assets, um dann zu bestimmen, was könnte ins Portfolio passen? Im Portfolio selber gucken wir auch, wie ist unsere Risikoneigung? Wie viel Zeit haben wir? Worauf haben wir auch Lust? Was möchten wir auf gar keinen Fall, um dann zu bestimmen, was für Assets wir gehen, wenn wir noch relativ unorientiert sind? Oder wenn wir es bewusst als Beimischung wählen, könnten ETFs ein guter Einstieg sein, um erstmal breit reinzugehen und zu gucken. Wir hatten vorhin ganz kurz, oder ich habe vorhin kurz den Begriff des Robo-Advisors reingeschmissen. Wollt ihr mal unsere Zuschauer darüber aufklären, was ein Robo-Advisor ist und wie sinnvoll oder unsinnig ihr den Einsatz eines solchen Instrumentes findet?
Ja, wenn ich loslegen soll, also der hat natürlich auch wieder für einen gewissen Personenkreis seine Daseinsberechtigung. Ich denke, das ist eben auch für die Leute, die dann eben nicht selber sehr aktiv agieren wollen oder können oder sich nicht in der Position fühlen, dann kann man dort eben bestimmte oder vorgegebene Schemata wählen, sag ich mal, die der Robo-Advisor-Anbieter eben anbietet. Und der Clou ist eben, dass zumindest gesagt wird, dass das auf den Markt oder auf die Märkte reagiert wird in einer Art und Weise. Ja, dass wenn es jetzt runtergeht, dass dann ein bisschen Aktienquote rausgenommen wird und ein bisschen umgeschichtet wird in Richtung ja, Sachen, die nicht so stark an den Aktien hängen und so, dass der Depotwert nicht so stark fällt und so weiter. Ja, das ist dann, wie gesagt, für Leute, die sich nicht kümmern wollen und die da auch, denen das wichtig ist, dass reagiert wird. Wenn ich jetzt natürlich in so einem marktbreiten ETF bin und die Kurse gehen 2 Jahre lang runter, ist das ganz klar, dass meine Anlage damit drin hängt, voll drin hängt. Und ja, der Robo-Advisor nimmt dann eben, wenn der vernünftig eingestellt ist, das ist ja dann die nächste Frage, wer macht das im Hintergrund und so, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, der nimmt dann eben Aktienquote raus und schichtet um, meinetwegen auch wieder dann in Anleihen oder so, wo das dann hoffentlich nicht im gleichen Maße runtergeht, sodass der Drawdown ein bisschen abgefedert wird, ja. So, und das kostet natürlich dann eben auch eine Gebühr. Das macht ja keiner aus Nächstenliebe, ist ganz logisch. Ein ETF hat ja unter anderem den Vorteil, dass das relativ günstig von den Gebühren her ist. Ein Robo-Advisor kostet jetzt auch nicht die Welt, aber der ist dann schon mal meistens zumindest deutlich teurer als ein ETF. Und da muss man eben wissen, gebe ich diese Verantwortung ab und fühle ich mich damit besser und bin eben bereit dafür, noch einen kleinen Aufschlag zu bezahlen. Oder sage ich, ich habe eh noch 30, 40 Jahre Zeit, ich lasse auch in einer längeren Korrektur einfach meinen Sparplan laufen, weil dann kriege ich ja in der Zeit eben auch entsprechend günstiger die Anteile eingekauft. Das muss man sich dann ja auch wieder vor Augen halten. Aber wenn natürlich irgendjemand vorhat, eine größere Einmalzahlung zu machen, ist es vielleicht für die Person günstiger oder besser, damit umzugehen, wenn er weiß, ja okay, ich will jetzt einen großen Betrag investieren und wenn die große Korrektur kommt, dann will ich aber auch, dass da einer aktiv ein bisschen dran rumschraubt. Ja, da muss man eben wissen, was man will und wissen, dass das eine ein bisschen teurer ist als das andere. Das ist einer der Vorteile, aus denen man einen ETF wählt. Kostengünstige Struktur wird durch den Robo-Advisor wieder ein bisschen revidiert. Dafür zahlt man eben ein bisschen, aber dafür hat man noch weniger, also überhaupt nichts mit Rebalancing, man muss nicht gucken, sondern der schaut, wie er das, diesen ETF so ausbalanciert, dass das passt. Ja, eine Ergänzung zu Vincent. Was du gesagt hast, solche Robo-Advisor, die, sag ich mal, so taktisch vorgehen oder strategisch vorgehen, die gibt's. Es gibt aber auch die, die eben, wie du schon sagtest, bestimmte Schemata haben, die dann aber tatsächlich nur noch automatisch rebalanciert werden, wo also kein strategisches Element stattfindet, wo also eine bestimmte Vermögensaufteilung einfach nur stabil gehalten wird, wo also nicht in Schwächephasen systematisch hier zum Beispiel Aktien untergewichtet werden und dann, wenn es wieder hochgeht, wieder eingestiegen wird, sondern und die Robo-Advisor finde ich eben auch für bestimmte Personenkreise gar nicht schlecht. Wo das Schemata eben lautet, wir haben bestimmte Instrumente, wir haben Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Geldmarkt, Immobilien beispielsweise und wo die Schemata dann eben bestimmte Quotenaufteilungen festlegen. Das heißt, von dem Robo-Advisor der Bank XY sagt das Schema A, ja, 20% sind in Aktien, 20% in Anleihen, 20% Immobilien, 20% Rohstoffe, 20% Geldmarkt beispielsweise. So, also eine ausgewogene Mischung oder eine offensive Mischung mit 60% Aktien, 10% Anleihen, 20% Rohstoffen, ja, und 10% Immobilien beispielsweise. Ja. Das heißt, und dann wird eben tatsächlich meinetwegen einmal im Quartal rebalanciert. Und das macht eben der Robo-Advisor und das ist eben das automatisierte, roboterartige. Das heißt, der nimmt im Prinzip dem Anleger ab,
sich selber um den laufenden Ausgleich seiner Anlage kümmern zu müssen. Und zeitgleich ermögliche ich natürlich dem Anleger durch Ändern des Schemas, auf was er sich festlegt, eben zum Beispiel die Risikoklasse zu wechseln, ja, also eben offensiver vorzugehen oder defensiver. Und was Vincent dann eben sagte, beispielsweise, wenn jemand einen höheren Einmalbetrag hat und sich beispielsweise eben nicht traut, den komplett auf einmal in Aktien zu investieren, was er vielleicht auch gar nicht möchte, dann könnte natürlich so ein Robo-Advisor auch eine Möglichkeit sein für jemanden, der sagt, okay, ich möchte mich auch nicht drum kümmern, ich möchte dann eben eine bestimmte Quote stabil halten oder ich möchte meinetwegen defensiv anfangen und mich dann langsam eher also etwas offensiver hocharbeiten und dann aber auch stehen lassen irgendwo in der Mitte, kann das natürlich eine sehr bequeme Möglichkeit sein. Und sicherlich besser, als wenn ich sage, ach nee, ist mir alles zu anstrengend und ich mache gar nichts. Mhm. Ihr hattet vorhin auch, das wissen die Zuschauer nicht, das weiß aber ich, im Vorgespräch beide oder Louis, du erzähltest, dass du einen Robo-Advisor auch in Bezug auf eine Anlage für Kinder ganz interessant findest. Magst du das nochmal kurz ausführen, was du damit genau meintest, warum das für Kinder sich vielleicht mehr eignen würde aus deiner Sicht als ein ganz regulärer ETF-Sparplan? Ja, zwei Punkte. Der eine Punkt ist, man weiß ja nie so genau, was für ein Interesse für Finanzen die eigenen Kinder entwickeln. Die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, vielleicht nicht denselben, wie ich habe. Ja? Kann ja durchaus sein. Und dann ist ja die Frage, wie einfach oder schwer macht man es denen, das Vermögen, was man eben für die angespart hat, selber zu übernehmen und weiter zu verwalten. Und komplizierter machen können die Kinder später selber immer noch. Ja, aber wenn das Kind eben auf diese ganzen Finanzsachen keine Lust hat und sich dann aber kümmern muss um, sagen wir, viele Parameter, dann hat es vielleicht tatsächlich gar keine Lust. Und dann finde ich vielleicht so ein, oder dann finde ich persönlich so ein Robo-Advisor günstiger, weil es das eben sehr, sehr bequem macht für so ein Kind. Und auch entsprechend der Risikoneigung des Kindes muss ja nicht dieselbe sein, dann die der Erwachsene hat, das entsprechend zu justieren und das eben auch eben mit einfach nur Auswahl des Schemas. Der zweite Punkt ist, da muss man halt auch eben so ein bisschen schauen, klar, wenn das Kind geboren ist, dann kann man vielleicht sagen, okay, ich gehe 100% in Aktien, aber irgendwann wird es dann auch ein bisschen schwerer mit der Anlageentscheidung, weil dann ja auch die Frage ist, was für Ziele wird das Kind verfolgen? Oder für was spare ich überhaupt das Geld an? Ich spare das ja nicht für die Rente unbedingt an des Kindes, irgendwie in 65 Jahren, ja, sondern vielleicht ist es ja auch für eine besonders teure Universitätsausbildung. Vielleicht, wenn es gar nicht an die Uni geht, sondern Gesellenbrief in der Tasche hat, Meister machen will, Geschäft gründen, dann dafür. Wenn ich dann aber wirklich bis, dann sind wir wieder an demselben Punkt, wie wenn ich beispielsweise für einen Hausbau spare, da kann ich eben auch nicht 100% in Aktien gehen, sondern dann muss ich mit dem entsprechenden Horizont, den ich habe, rechtzeitig den Regler in Richtung defensiv schieben, um dann die Schwankungsbreite zu verringern, um dann wirklich zu dem Zielzeitpunkt zumindest das Geld zu haben, was auf jeden Fall das Kind haben muss, um diesen Wunsch dann auch zu verwirklichen. Ja, weil man steht ja schon ein bisschen doof da, wenn dann gesagt wird, ja super, vorletztes Jahr hätte das Geld gereicht für meine Australienreise plus anschließendem Studium. Jetzt sind leider die Kurse um 30% zurückgegangen und fallen weiter. Ja, das ist ja doof. Was mache ich denn jetzt? Also arbeiten gehen zum Beispiel. Aber ja, gut. Es gibt natürlich immer Alternativen, aber die Frage ist, ob man das ja möchte. Man muss halt immer, wie gesagt, also man spart ja nicht für sich selber, sondern eben halt, man legt das ja für das Kind an. Und das heißt, im engeren Sinne, wenn man sich eben mal selber davon löst, für die Wünsche des Kindes. Ja, und dann muss man es auch ertragen. Das ist ja auch so ein Punkt, dass das Kind, wenn es eben 18 ist, auch komplett drüber verfügen kann. Und dann auch sagen kann, naja, ich haue es eben für eine Australienreise und was weiß ich was auf den Kopf. Ja. Und ein neues Auto. Wenn man sich entschieden hat, nicht für Plan A oder Plan B, sondern für die Wünsche des Kindes anzuspannen, dann ist das so. Dann darf man alles ertragen, was das Kind damit machen will. Ja.
Und das hörte sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen kompliziert an, Risikoneigung und dann, ich glaube, die Grundaussage war, ein Robo-Advisor ist ein denkbar einfaches Instrument, was sich gut eignet, um es einfach aus deiner Sicht durchlaufen zu lassen. Und wenn das Kind dann sagt, oh, der Papa, der hat doch früher immer so viele spannende Finanztalks gemacht, ich glaube, ich werde mich auch noch mal tiefer damit befassen, dann kann das Kind immer noch selber überlegen, in welche Richtung es weitergeht. Und Vincent, du hattest, glaube ich, dem entgegengestellt, dass du den ETF hinreichend einfach findest. Und das ist aus deiner Sicht kein Robo-Advisor. Ja, lass mich mal ganz kurz fragen jetzt nochmal, wenn wir jetzt bei der Robo-Advisor-Variante für das Kind bleiben, wann kommt jetzt oder wie kommt jetzt der Punkt, sagen wir mal, ich fand das Beispiel gut mit der macht seinen Meister und will ein Geschäft gründen und wir sind jetzt in diesem Robo-Advisor seit 20 Jahren drin oder was? Und was passiert dann? Was muss man dann dem Robo-Advisor sagen? 20 Jahre eigentlich nicht, im Prinzip. Ja, oder 10 ist ja egal, das war jetzt nur ein Beispiel. Genau, ja, und dann sagst du eben beispielsweise, ja, so ein Muster wäre beispielsweise zu sagen, okay, die ersten 10 Lebensjahre, nehme ich die 100% Aktienvariante, also eine sehr offensive, weil ich sage, okay, das ist noch steuerbar auf die 20 Jahre. Und kann dann aber sukzessive runterfahren, dass ich zum Beispiel sage, nach 10 Jahren gehe ich in eine ausgewogene Variante. Und dann, je näher es zum 18. Geburtstag geht, dann zu sagen, ich gehe komplett defensiv. Wenn ich es übergebe, sage ich meinetwegen, mit einer Kurzeinweisung, naja, obwohl ein bisschen finanzielle Bildung wird das Kind ja mitgenommen habe, aber ich übergebe es halt eben in einer defensiven Variante, dass ich sage, okay, das Geld hast du jetzt liquide quasi zur Verfügung, ohne dir Sorgen zu machen, dass jetzt irgendwie eine große Wertschwankung ist und je nachdem, was du jetzt möchtest, kannst du sagen, okay, lässt du liegen, ja, dann kannst du wieder offensiv machen, wenn du sagst, okay, 20 Jahre brauche ich dann nicht oder ich möchte halt meinen eigenen Gas-Wasser-Installationsbetrieb gründen, ja, dann lasse ich es eben eher defensiv weiterlaufen. Ja, Das obliegt dann eben dann dem Kind. Das kann man dann eben dann nochmal dann sehr gut dann weiter justieren. Ja. Gut, also dann, wenn das Kind dann zum 9. Geburtstag so einen Handwerkskasten gekriegt hat, dann gehen wir davon aus, dass das mal ein Meister werden will, ein Geschäft macht. Und dann gibt es diese Robo-Advisor, dann kann man sagen, dass diese Quote jetzt also anders aufgeteilt werden soll. Weil ich stelle mir jetzt so vor, weil du am Anfang hattest du ja gesagt, dieser Robo-Advisor hat jetzt eine bestimmte Quote, die halt eben genau ständig in eins durchgefahren wird, damit nicht selber rebalanciert werden muss. Und jetzt gibt es aber die Möglichkeit, dann ein neues Schema zu wählen. Zu jedem also möglichen Zeitpunkt. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich jetzt noch nie so intensiv mit den Dingern befasst, weil sie mich jetzt nicht so groß interessieren. Aber dann kann man einfach sagen, nach 10 Jahren, ich ändere das Schema und habe jetzt eine andere Aufteilung einfach. Und dann wird umgehört. Genau. Der Schieberegler, also ganz, ganz banal gesagt, zum Beispiel von 100% Aktien dann eben auf 50% Aktien, 50% Anleihen beispielsweise. Das kannst du ja wechseln. Das wird ja dann durch den Robo-Advisor, dadurch, dass er eben alles automatisiert abwickelt, umgestellt. Ja. Und was wäre jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt nach 10 Jahren, weiß ich nicht, die Hälfte von dem breit gestreuten Index, den ich meinem Kind zum also dauerhaft angelegt hätte, rausziehe und in irgendwas liquideres oder andersartig gewichtetes da reinstecke? Das geht doch dann auch, oder? Klar, geht genauso. Ja, also der Robo-Advisor macht ja nichts, was der Mensch selber als Person nicht auch machen könnte. Ne? Genau, und worauf ich halt hinaus will, ist, dass das kostet ja halt ein bisschen mehr, hatten wir ja schon besprochen, so ein Robo-Advisor, und dann würde ich das doch, weil das ist ja jetzt kein krasser Move, da nach 10 Jahren zu sagen, ich ziehe die Hälfte raus und lege das jetzt in Anleihen an oder was, damit der dann halt in weiteren 10 Jahren eine liquide Komponente mit drin hat oder so. Und außerdem, naja, also ich würde das ganz anders angehen. Ich kann ja jetzt mal meine Variante erzählen. Ich würde das wirklich mit einer ETF-Lösung durchballern und dem Kind eben versuchen, das bestmöglich zu vermitteln. Und vielleicht ist es dann eben auch, also ich sehe das tatsächlich als
jetzt dann schon für die Altersvorsorge des Kindes. Also das ist so, weil ich meine, mehr geht ja nicht. Wenn das Kind da jetzt 60, 70 Jahre Zeit hat, so ein ETF durchlaufen zu lassen, ist natürlich die Frage, ob es das denn mit 18 auch macht. Das verstehe ich schon. Aber gerade wenn das dann eben in so einem ETF drin ist und vielleicht jetzt auch nicht, so wie du sagst, so nach dem Motto, hier hast du, hier ist das liquide, jetzt kannst du was draus machen, dann ist ja halt eben die Gefahr auch da, dass der jetzt nicht ein Installateurbetrieb aufmacht, sondern dass dann wirklich da eine große Party zum 18. gefeiert wird und dann erstmal ein Jahr Sause hier Weltreise und dann ist das meiste von der Kohle vielleicht schon weg. Also ich finde, man verliert viel zu viel Rendite in den 10 Jahren, wo du dann das erste Mal schon umschichtest und nur in der Hoffnung, dass das Kind dann damit studieren geht oder einen Betrieb aufzieht oder was weiß ich. Also dann sehe ich das, nehme ich die Rendite lieber noch bis 18 und sag so, das ist jetzt hier ein ETF, das ist eine gute Sache, kannst du weiterlaufen lassen, hast du was für die Rente, brauchst du eigentlich gar nichts weiter, also in Bezug auf Altersvorsorge theoretisch gar nichts mehr machen, wenn du das einfach stumpf durchlaufen lässt. Und vielleicht ist es dann eben auch so vernünftig, weil es eben nicht so quasi auf dem Gabentisch da liegt, jetzt kannst du damit was machen, das ist dann eben schon der Teil, weil es muss man ja als junger Mensch dann trotzdem irgendwie fürs Alter vorsorgen, das bleibt ja nicht aus. Klar verstehe ich das, vielleicht braucht man zwischendurch einen Teil davon für einen Führerschein oder für ein Studium etc., aber das wird ja... Das kriegt man vielleicht auch so, das kriegen andere ja auch so finanziert und die Altersvorsorge bleibt ja deswegen nicht aus, die muss ja trotzdem gemacht werden. Mhm. Und wenn man da jetzt eh schon von Anfang an in so einem ETF was laufen hat, dann sagt man halt eben, also das läuft jetzt schon 18 Jahre, lass es weiterlaufen, wenn du vernünftig bist und gut ist, dann hast du das Thema von der Backe. Ich habe unterwegs keine Rendite liegen lassen, ich habe nicht erhöhte Gebühren für einen Robo-Advisor bezahlt. Ja. So hätte ich mir das jetzt vorgestellt. Klar, ganz klar, die Gefahr ist groß, dass das Kind andere Pläne hat mit dem Geld, aber die ist ja so oder so da. Also egal, ob Robo-Advisor oder ETF. Ja, der Robo-Advisor ist ja erstmal nur ein Mittel dann für bequeme Leute. Das ist ja grundsätzlich so. Ne? Also ja, ja. Das ist klar. So, und natürlich hast du recht, wenn ich sagen würde, okay, ich lege es direkt für die Rente an, also mit Zeithorizont 65 Jahre bei der Geburt, dann klar, dann fällt mir wenig ein, außerhalb von Aktien, was überhaupt ja, angelegt werden sollte. Ja, dann sicherlich, dann ist so ein Old Country World Index das Mittel der Wahl. Ja, aber ich finde, also das ist jetzt aber natürlich so ja, ein bisschen persönliche Einstellung. Ich finde halt ein Stück weit überstülpt man dann ja, den Wunsch halt dem Kind, ja, und das ist ja nicht immer verkehrt. Und die Frage ist, macht man das weniger mit dem Robo-Advisor? Das, der Wunsch ist natürlich ja nicht. Und ja, also ich bin da ein Stück weit eher dann der Anhänger davon, dem Kind dann auch dann verschiedene Möglichkeiten ja, zu lassen, ja. Ja, ich wollte nur einfach auch mal eine andere Variante ins Spiel bringen. Ich finde beide natürlich absolut, haben ihre Berechtigung. Wollte nur mal sagen, dass man so auch denken könnte. Andreas schreibt auch in den Kommentaren, mit einem Robo-Advisor will man nur Verantwortung abgeben, 2 ETFs aufsetzen und es läuft. Gut, aber das Argument lässt sich ja fortsetzen. ETFs kaufen, damit delegiert mir auch nur die Verantwortung. Lieber Einzeltitel selber kaufen, dann läuft es auch. Ja. Also, nicht das ist einfach nur ein Werkzeug. Ein ETF ist eine Hülle, ein Robo-Advisor ist eine Hülle oder ein Werkzeug. Mhm. Und letztendlich eine Aktiengesellschaft ist ja auch ein Werkzeug. Ja. Also, oder eine Hülle. Wie sieht es denn mit den Renditen aus? Wisst ihr das? Also, wie ist die Performance mit Robo-Advisor und ohne Robo-Advisor? Holt er die Kosten rein, die er kostet? Oder sind wir dann auf jeden Fall immer schlechter? Naja, im Schnitt bist du natürlich mit dem Robo-Advisor ein Ticken schlechter, als wenn du selber das, was der Robo-Advisor abbildet, selber machst. Muss natürlich ja. So die Zeit und andere Sachen gegenrechnen, weiß ich nicht, wenn du keine Lust hast oder sowas. Oder je nachdem, was für eine Depotbank du hast, wenn die sehr teuer ist, ja, dann hast du halt wieder Handelsgebühren. Ja, aber denke mal, für einen sehr aufgeklärten Investor natürlich, der kann sich natürlich dann, und der auch Spaß an der Sache hat, der kann sich natürlich auch einen Robo-Advisor schenken. Aber für sie, die sind ja auch nicht gemacht.
Genau, also irgendwas wollte ich gerade sagen und zwar, sag nochmal, es ist weg. Die ganze Zeit wollte ich reingrätschen. Nein, es gibt ja so tatsächlich schon Untersuchungen, wie gut diese Robo-Advisor performen. Das Problem ist einfach nur, die gibt es, glaube ich, erst seit 3 Jahren oder jetzt übertrieben gesagt, seit 4 Jahren. Das ist natürlich überhaupt kein Zeitraum, in dem man jetzt ja eine vernünftige Aussage treffen kann. Das musst du über mindestens 10, 15, 20 Jahre dann irgendwann mal betrachten, ob die dann irgendwie die Chance haben, ihre Gebühren wieder reinzuspielen. Also die Studien, die ich da bis jetzt gesehen habe, die sahen nicht so sehr rosig aus. Aber das ist eben nicht aussagekräftig, finde ich, weil der Betrachtungszeitraum viel zu kurz ist. Bei Wertpapieranlagen reden wir ja eigentlich über längere Zeiträume und die gibt es eben noch nicht in Bezug auf Robo-Advisor, also deren Existenz, dass man da was sagen kann. Aber die Untersuchung, die es bis jetzt gab, war nicht so berauschend. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie gesagt, was für ein Robo-Advisor. Wenn du natürlich einen, sag mal, so einen strategischen Robo, einen aktiven Robo-Advisor hast, der versucht irgendwie durch überlegene Kauf- und Verkaufszeitpunkte eine Mehrrendite zu erzielen, dann würde ich sogar darauf wetten, dass er langfristig schlechter abschneidet. Aber wenn ich so einen passiven Robo-Advisor, der einfach nur ein Weltportfolio aus verschiedenen Anlageklassen erstellt und automatisch die Balance hält, der wird halt in etwa diese Marktrendite, der wird genau diese Marktrendite erzielen, abzüglich seiner eigenen Gebühr. Also das ist ja Gebühr. Ne? Genau. Also ja, du hast ja schon vorhin gemerkt, dass ich kenne diese starre Variante, ist mir gar nicht so geläufig. Ich bringe das immer in Verbindung mit, dass da auch ein bisschen was eben in Richtung Markt, auf den Markt reagieren passiert. Aber du wirst sicherlich vollkommen recht haben, dass es diese starren Dinger auch gibt. Und dann ist es ganz klar, die sind dann ja nicht besser oder schlechter als die Dinger, die da drinne sind, abzüglich Gebühren. Und dass natürlich ein professionelles oder ein starres Rebalancing natürlich wahrscheinlich dann besser funktioniert, als wenn ich das mache, weil ich vergesse das mal oder schiebe das mal und hier hin und her. Und es ist ja erwiesen, dass vernünftiges Rebalancing nochmal ein bisschen extra Rendite bringt. Also von daher könnte das tatsächlich sein, dass es die Gebühren bei diesen starren Modellen dann wert ist, weil dann eben wenigstens auf das Rebalancing Verlass ist. Ne? Wo kriege ich denn so einen Robo-Advisor, wenn ich jetzt losziehen will und sagen will, okay, sowas will ich haben? Ja, es gibt einige, sagen wir mal so unabhängig, also bankenunabhängige. Ich meine aber mittlerweile haben so die bekannteren Banken haben auch einen im Portfolio und selbst die, da bin ich überhaupt erst aufs Thema gekommen, die Volksbanken und Raiffeisenbanken haben einen. Und das ist zum Beispiel, das weiß ich halt zufällig genau, das ist ein passiver, wo ich dann wirklich diese Quoten habe, die selber wiederum in sehr günstige ETFs investieren, wo ich dann eben selber diese jeweilige Marktsegmentrendite einfahre, abzüglich eben der Kosten des Robo-Advisors und wo ich auch, glaube ich, ab 25 Euro investieren kann. Mhm. Also die kriege ich tatsächlich in jeder Volksbank-Filiale. Ich vermute mal, viele andere haben auch, Banken haben auch entsprechende Angebote. Also ja, da bin ich natürlich mit der Volksbank ein bisschen vorbelastet. Ja, es gibt aber auch, glaube ich, der größte Anbieter ist Scalable Capital, ne? Ja. Das ist der größte Programm. Da weiß ich auch gar nicht, ist das so ein strategischer oder ein passiver? Wie gesagt, ich habe mich mit den Dingern noch nicht so intensiv auseinandergesetzt, aber der fiel mir auch gerade ein. Das ist ein großer Name in der Szene, aber ich glaube, die Dinger kommen jetzt überall, ob die überall jetzt exakt Robo-Advisor heißen oder nicht, aber ich glaube, so Modelle in dieser Art haben sie jetzt irgendwie alle, ob das Weltsparen ist oder Just ETF, hast du jetzt erzählt, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Also ich glaube, das wird jetzt überall mehr oder weniger oder auch jede Bank, die was auf sich hält, bietet, glaube ich, sowas an, weil das ein bisschen Trend der Zeit ist und wie gesagt, für die Leute, also es ist ja besser definitiv immer noch, als gar nichts zu machen. Und wenn man da bereit ist, die Verantwortung ein bisschen ein Stück weit abzugeben und da eine schmale Gebühr für zu bezahlen, ist das auch absolut in Ordnung. Und für die etwas aufgeklärteren oder die sich da mehr Zeit und Lust und Interesse dran haben, die kriegen das vielleicht eben auch anderweitig abgebildet.
Ich mag nochmal daran erinnern, an alle, die zuschauen, wenn ihr Fragen habt, ihr habt jetzt hier die beiden Finanzexperten noch 9 Minuten vor der Linse, 8 Minuten, nutzt das gerne, damit wir auch eure Fragen beantworten können. Das ist der Vorteil, wenn man live mit dabei ist. Ja. Ein Punkt, der mir vielleicht noch so zum Thema, wir haben jetzt sehr viel über Rot gesprochen, aber ein Punkt, der jetzt vielleicht auch untergegangen ist in dem Zuge, weil ja jetzt nicht jeder unbedingt sich auch ein All-Country-World-Index ins Depot legt. Wichtig ist meiner Meinung nach, und das ist ja extrem unterrepräsentiert in Deutschland, auf jeden Fall auch mal die Landesgrenzen oder Kontinentgrenzen zu überschreiten und sich mal ein bisschen in der Welt umzugucken und seine Anlagen, Depotanlagen nicht auf das zu beschränken, was man persönlich kennt. Also irgendwie Daimler, Commerzbank und Telekom. Ja, dass man also nicht Gefahr läuft, diese Heimatmarktneigung, Homebias zu verfallen, sondern ich denke mal, zu einem ausgewogenen Depot auf jeden Fall gehört irgendwo eine internationale Ausrichtung. Genau, also das ist ein ganz super Hinweis. Das hatte ich nämlich im Vorfeld, wir hatten das Thema ja schon festgelegt vorher, und das hatte ich nämlich auch im Kopf, dass es nicht das perfekte Depot gibt, aber dass es sicherlich Sachen gibt, also im Umkehrschluss, die man nicht machen sollte. Und Home Bias ist eine ganz wichtige Geschichte. Das ist so ein Klassiker, ne? Dass die Leute ihre hier Manfred Krug Gedächtnisaktien dann da hier Telekom und so, mehr kennen die denn nicht, weil man hat so diesen Fokus und abends hier Börse kurz vor 8 oder was, da wird immer nur von den 30 größten deutschen Aktien dann da erzählt. Und dann, wenn dann diese Denke weitergeht, ja, ich mache einen DAX-ETF, das ist ja dann, das ist dann auch so ein Schwachsinn. Also wenn ich einen ETF mache, dann will ich ja so einen Markt breiten, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, nennt sich das, also der eben möglichst die ganze Welt oder einen ganz großen Teil der Welt abbildet und nicht nur unsere 30 größten Aktienunternehmen, die wir hier in Deutschland haben. Das ist ein viel zu kleiner Ausschnitt dessen, was da draußen los ist, und das ist viel zu spitz aufgestellt, also für so eine vernünftige, für ein würdest du sagen, um diesen Home-Bias zu umgehen, um diese Gefahr, dass ich einfach das nehme, was mir direkt vor der Nase liegt, bestmöglichst auszusteuern, wo informiert ihr euch am liebsten? Gerade gab schon der Tipp in den Kommentaren, Louis Bücher lesen, dann weiß man Bescheid. Was sind Informationsplattformen, wo ihr sagt, okay, Manfred Krug wird's nicht, ich habe mich doch nochmal für was anderes entschieden heute? Naja, also ich meine, selbst wenn man in Deutschland vor der Tür geht, begegnen einem ja auch ganz, ganz viele internationale Marken oder Firmen. Da kann man ja schon mal Ausschau halten, was einem da auffällt, ob man jetzt in großen Städten den 37. McDonald's trifft oder ob es eine Coca-Cola ist, was weiß ich. Das sind ja keine deutschen Firmen. Das sind große amerikanische Werte, und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Beispiele. Es gibt, ja, oder der ein oder andere hat ein Samsung-Handy oder sowas oder einen Fernseher, dann ist man schon wieder in einer ganz anderen Ecke der Welt, und so kann man das weiterspinnen. Ich denke, dafür brauchst du dann eben aber auch so ein Stück weit Interesse, hatte ich ja auch schon gesagt. Ansonsten ist man mit so einem marktbreiten ETF eben besser aufgestellt. Da muss man aber eben auch wissen, dass er marktbreit sein sollte und nicht dann so ein DAX-ETF bitte sich als einzigen Sparplan reinlegt. Aber vielleicht, Luis, du bist ja immer sehr belesen und auch international auf irgendwelchen Internetseiten da unterwegs. Vielleicht hast du noch einen Tipp. Also ich selber nutze ja gerne den Aktienfinder von Thorsten Tiet und den Dividendenkalender Pro Plus von Krawattenlos. Das sind so Aktienanalyse-Tools oder Inspirationsquellen für mich. Aber vielleicht hast du noch andere. Puh, also da ich ja doch recht speziell unterwegs bin, kann ich nicht so eine einheitliche Quelle nennen, weil das natürlich, also überwiegend informiere ich mich auf englischsprachigen Portalen, die wirklich bestimmte Nischen besprechen, teilweise recht rudimentär, und ich stelle mir da die Informationen weiter selber zusammen. Das ist ja auch der Grund, warum ich dann auch irgendwann mal die Bücher geschrieben habe. Das ist ja auch letztendlich alles. Ich meine, es ist zwar alles vorhanden irgendwo, ne?
aber halt über sehr, sehr viele Ressourcen letztendlich verteilt und dann eben auf Englisch und das eben halt, ja, systematisiert aufzubereiten. Ja, da habe ich auch Spaß dran. Hoffentlich merkt man das. Ja, aber ich sag mal, was vielleicht mal hilft, ist, sich vor Augen zu führen, dass tatsächlich die Marktkapitalisierung aller deutschen Aktiengesellschaften gerade mal 3% der Weltaktienkapitalisierung ausmacht. Also sehr, sehr, sehr wenig. Ja. Und trotz dieser Giganten, wie, weiß ich nicht, SAP, ja, oder Siemens, ja, ich glaube, das sind auch die beiden größten. Und dass tatsächlich aber über die letzten Jahre auch noch die Bedeutung international abgenommen hat. Ja, also allein von den größten Aktiengesellschaften der Welt unter den, ja, ich glaube, Top 100 sind, glaube ich, nur noch zwei oder die beiden, hatte ich, glaube ich, noch nicht irgendwo gehört im Podcast, nur noch die beiden als Vertreter mit dabei. Das heißt, die relative Bedeutung hat da abgenommen. Und wer eben, ja, in diesem kleinen Biotop bleibt, vergibt halt unheimlich, ja, viele Chancen, ja, und ja, eben nämlich sie und verzichtet auf 97% dessen, was eben sonst so in der Welt passiert. Erschwerend kommt dann noch hinzu, dass momentan ja eine Politik betrieben wird, die vielleicht eher dem Standort und der Aktienkultur auch noch schadet in Deutschland. Und vor dem Hintergrund ist vielleicht sogar auch ein Ausweichen, ja, aus rein individuellen Erwägungen, Nützlichkeitserwägungen, was die Rendite angeht, gar nicht so verkehrt. Ja, spielst du auch, Entschuldigung, da war ja wieder ein Rauschen drin. Spielst du darauf an, dass es auch Sinn macht, eben halt außerhalb des Euroraums da gewisse Anlagen zu haben wahrscheinlich, oder? Naja, zum einen, wenn ich natürlich so diese Aktionen wie Finanztransaktionssteuer sind natürlich nicht gerade geeignet, den Standort zu stärken, wenn dann auch noch so, was soll ich sagen, offensichtlich krude Rechtfertigungsversuche daherkommen, wenn ein Berliner Senat einen Mietendeckel einführt, der dazu führt, dass eben die großen börsennotierten Immobiliengesellschaften 20% dann verlieren. Ja, zumindest war es das so, nachdem das Gesetz dann durch war in der Anfangszeit. Dann sind das alles so Sachen, okay, muss man sich halt schon fragen, möchte man das? Ja? Wenn dann noch solche zweifelhaften Deals eingetütet werden wie Bayer, die gegen jede Vernunft Monsanto übernehmen, man geht halt schon ein Stück weit eben geografisches und politisches Risiko damit ein, wenn man sich auf einen Markt sehr, sehr einschränkt. Muss ja nicht nur Deutschland sein. Das kann ja auch sein, wenn man sagt, ich kaufe eben nur chinesische Aktien oder eben nur mexikanische, ja, das ist ja genau dasselbe. Ja. Also, absolut, ja. Also es geht wie immer all die eben auch um Diversifikation, was die Aktienanlage angeht, das hast du vollkommen recht. Man kommt natürlich an Nordamerika zum Beispiel nicht dran vorbei, eigentlich als Einzelaktieninvestor, aber auch das ist eben nicht alles. Ne? Da hast du recht, dass man eben auch in anderen Teilen der Welt interessante Werte findet. Ja, vielleicht nur eine kurze Anekdote zum Schluss hier. Und zwar habe ich jetzt selber nochmal für meinen Jahresrückblick hier mein Depot ausgewertet und das sieht tatsächlich so aus, dass ich, wenn man zum Beispiel mal einen 5-Jahres-Zeitraum betrachtet, da liegen meine Einzelaktien, haben da eine Wertentwicklung von 100% und ein MSCI World hat in der Zeit, also ein thesaurierender, hat 60% gemacht. Ne? Und von daher kann man jetzt sagen, dass sich das durchaus lohnen kann, sich mal mit Einzelaktien zu beschäftigen. Ich verteufel diese ETFs überhaupt gar nicht, bespare die selber als Grundinvestment, hatte ich ja eingangs schon gesagt. Aber ja, Einzelaktien können eben auch eine sinnvolle Ergänzung zu der ganzen Geschichte sein, wenn man da ein gewisses Interesse dran findet. Absolut. Ja, da sind wir halt wieder beim Wohlfühlfaktor abschließend. Das ist sowieso das Wichtigste. Das ist auch immer so mein Credo, sage ich auch. Wirst auch nächsten Samstag auf dem Seminar hören, Eva, dass man eben so sein Wohlfühl- oder Seelenheil-Portfolio erstellen muss. Das heißt, etwas, mit dem man sich selber eben wohlfühlt. Und ja, wie ich vorhin gesagt habe, also ich kenne das ja selber, wo ich noch nicht so meine Wertpapiermitte gefunden habe, ja, dass ich dann eben auch von einer Strategie irgendwie in die nächste gestolpert bin, weil ich mal das toll fand, mal jenes, was natürlich unterm Strich dann Lehrgeld kostet,
Rendite kostet, ja, Kosten produziert generell. Heute vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber trotzdem, diese Unruhe ist eben, glaube ich, sehr ungesund, und wichtig ist eben da wirklich, ja, zu seiner Mitte zu finden und eben das Portfolio dann eben oder das Depot eben laufen lassen zu können in Ruhe. Ja, also das, so die Basis ist grundsätzlich mal zu betrachten, wie ist dein Risiko, wie bist du bereits investiert, wo liegt dein Wohlfühlfaktor beim Thema Depot, und dann zu schauen, dass man nicht nur zu Hause vor den eigenen Füßen guckt, sondern wirklich sagt, okay, je weniger spezialisiertes Wissen ich habe, desto mehr bin ich auf Diversifizierung angewiesen, desto breiter muss ich gehen. Wenn ich mich richtig gut auskenne, macht es auch total viel Sinn, mal in einzelne Titel reinzugehen, um damit einfach nochmal alles ein bisschen spannender und interessanter zu machen. Je länger der Zeithorizont ist, desto grundsätzlich höher kann mal das Risiko sein. So diese ganz grundlegenden Konzepte des Investierens. Die nächsten Termine sind immer in 8 Wochen am 23.03. Wollen wir mal über Frugalismus sprechen. Wie sinnvoll ist es, auf Konsum heute zugunsten von Konsummöglichkeiten morgen zu verzichten, und inwieweit sollte das gehen? Natürlich in unsere persönlichen Meinungen, aber darüber wollen wir reden. Wir wollen darüber reden, sind ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere sinnvoller? Wir reden über Risikotoleranz. Wie lege ich meine Grenzen fest? Was kommt für mich in Frage? Was kommt nicht für mich in Frage? Ein Thema, was ich wichtig finde, wir reden über Frauen und Finanzen. Ich würde mir viel mehr Frauen wünschen, die an die Finanzfront kommen. Und wir wollen auch darüber sprechen, nach welchen Kriterien ich ein richtig gutes Wertpapier auswählen kann. Und am Ende des Jahres, wenn wir denn am 28.12. den Finanztalk stattfinden und nicht alle irgendwo im Urlaub oder in der Weihnachtspause sind, werden wir auch nochmal die Prognose für 2021 wagen und mal schauen. Merkt euch also gerne schon mal diese Themen vor, merkt euch auch gerne die Termine vor. Wir freuen uns, wenn ihr aktiv mit dabei seid, wenn ihr eure Fragen stellt, wenn ihr das richtig nutzt, und haben beim nächsten Mal auch unsere anderen beiden bezaubernden Damen wieder mit an Bord. Ich freue mich erstmal bei allen, die mit dabei waren, und wie gehabt, das letzte Wort gehört natürlich euch beiden, Louis und Vincent, und wir fangen heute einfach immer im Alphabet von hinten an, und deswegen gebe ich jetzt direkt mal wieder an den Vincent. Ja, also vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. War, glaube ich, eine interessante Vorstellung, ein bisschen was über Robo-Advisor gelernt. Mal sehen, ob ich das nochmal irgendwann anwenden kann. Ja, ich hoffe, dass wir hier sinnvolle Hinweise gegeben konnten für eine ausgewogene oder vernünftige Depotstruktur, was man so beachten könnte, müsste, sollte. Freue mich aufs nächste Mal. Ist ja auch ein interessantes Thema. Ich glaube, die Überschrift war ja irgendwie Frugalismus versus Hedonismus. Und da kann ich auch eine Anekdote erzählen. Freue mich schon drauf. Ja, ich freue mich auch schon auf Vincents Anekdote. Ein Abschlusstipp zum Schluss. Sucht euch vielleicht eine Aktiengesellschaft irgendwo bei euch in der Nähe. Ne? Also das darf dann auch ruhig in Deutschland sein. Und kauft euch ein paar Stücke, einfach um mal auch auf eine Hauptversammlung zu gehen, euch das Ganze mal anzugucken, um mal wirklich so ein bisschen Aktiengesellschaft live zu erleben. Kann auch in der Ereignis sein, nicht nur, wenn man sich bei Daimler um die Würstchen streitet, aber einfach um das Ganze, ja, um da mal wirklich auch aktiv reinzuschnuppern. Das auf jeden Fall, also da auch mal ruhig Aktivität entfalten. Das als Ergänzung. Und ansonsten, wo wir bei Terminen sind, vormerken, am 24. und 25. April findet die Invest 2020 wie immer in Stuttgart statt. Ich glaube, Vincent, du bist auch da, ne? Jawohl. Natürlich bist du da. Und Eva? Weiß ich gar nicht. Ich hatte letztes Jahr gesagt, dass ich es dieses Jahr auf jeden Fall wieder hinkriegen will, nachdem ich es letztes Jahr nicht hingekriegt habe, und werde meinen Terminkalender konsultieren und dir spätestens am Samstag, wenn wir uns vor Ort in Düsseldorf sehen, Bescheid sagen. Sehr schön. Würde euch jetzt auch alle noch total gerne einladen, uns am Samstag zu sehen. Aber Louis ist total ausgebucht, ist überhaupt gar kein Platz mehr da. Ich habe quasi das allerletzte Plätzchen erhalten, deswegen kann ich das leider nicht euch alle einladen zu seinem Seminar. Aber du hast ja noch weitere Seminare. Schaut einfach mal auch auf den Homepages, auf den Finanzblogs vorbei. Da sind wirklich wahnsinnig viele spannende Themen. Da kann man unglaublich viel lernen. Und es gibt, ich glaube, Vincent bei dir auch, ne, Freitickets für die Invest.
Genau, über unsere Seiten, über unsere Codes gibt es Freitickets inklusive Nahverkehr. Ja, ist, glaube ich, wieder eine tolle Sache. Sind ja viele Kollegen, Blogger-Kollegen am Start. Wenn wir einen Raum kriegen, haben wir vielleicht auch noch was zusammen geplant, dort zum Besten zu geben. Ich bin auch am 6. März beim Kapitalgipfel in München mit dem Sebastian Wörner zusammen. Tragen wir was zum Thema P2P-Kredite bei. Und ja, der Dr. Kommer und Christian W. Röhl mal als andere Größen sind da auch noch vor Ort. Das ist vielleicht auch noch eine interessante Veranstaltung. Kann ich auch noch 20% auf das Tagesticket gewähren. Einfach auf meine Seite gucken. Oder mich kontaktieren. Ja. Mega, das sind coole Aussichten. Dann danke ich euch allen sehr herzlich für eure Zeit, wünsche euch einen zauberhaften Abend, einen guten Start in die neue Woche und wir sehen uns allerspätestens in 8 Wochen wieder hier. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao, tschüss.